Das ist unser neuer Flitzer. Der Haas in Schwarz-Weiß mit einem Hauch von Gold. Sieht schon schick aus, muss ich ja sagen. Aber erst einmal hallo und willkommen zurück bei F1 2019. Der große Preis von Australien, Saison 3 steht bevor. Ich fand die Lackierung in der letzten Saison noch etwas besser mit Schwarz-Rot-Weiß, aber schlecht ist die ja auch nicht. Hauptsache nicht so ein Grau wie noch bei... wie noch in der 2017er Saison. Ja. Hab mal nachgeschaut, hatte eine Lücke in der letzten Aufnahmesession. Teamsitz von Haas ist in Canapolis. Canapolis. Fast so wie Indianapolis. Bloß mit Cana. Das mal so nebenbei. Steht das eigentlich auch hier drin? Motor, Ferrari, Fahrer, Chassis. Daten. Steht da bei allen so in Anführungszeichen wenig drin? Mal gucken, Traditionsteam schlechthin. Na, das sind 4 Absätze, aber auch nicht wirklich mehr. Das Rot ist etwas zu grell. In echt sieht der Wagen etwas dunkler rot aus. Schon cool gemacht hier mit diesem Showroom. Unser ehemaliges Gefährt. Ah, schöne Lackierung. Ja, muss ich sagen, schöne Lackierung. Aber das ist Vergangenheit. Das ist das aktuelle Weltmeisterauto und die werden wohl nicht wieder Weltmeister. Dafür habe ich einfach zu sehr geschlafen. Na, mit der Regeländerung beim Chassis. Aero. So. Genug jetzt. Wir wollen loslegen. Karriere, Saison 3, genau. Unser Teamkollege ist der Grosjean. Überraschenderweise ist Perez mal wieder nicht dabei. Der hat die Segel gestrichen, als wir gekommen sind. Gönnt sich ein Jahr Pause mindestens. Die Reifen sind die zweitweichesten, genau. Canapolis, das muss ich mir merken. Willkommen in deinem neuen Team. Haas ist ein Team, das sich darauf spezialisiert, aus jeder Investition maximale Gewinne herauszuholen. Das ist auch der Grund dafür, dass das Team nie zu den Schlusslichtern gezählt hat. Der Rennstall hat bereits während seiner ersten Saison im Mittelfeld begonnen und ist sofort erfolgreich durchgestartet. Jetzt bist du eine dieser Investitionen. Und du willst doch zeigen, dass du jeden Cent wert bist, oder? Na, aber hallo. Mal so ganz nebenbei, was mir noch eingefallen ist. Eine andere Sache. Einerseits habe ich ja gehofft, dass wir neben Perez fahren werden, aber nein, er hat Schiss bekommen und nimmt gleich mal ein Jahr Pause. Eine andere Sache, das ist das ehemalige Team von Devin Butler und wenn wir dieses Team dann in der wohl dann zweiten Saison eventuell vielleicht zum Titel führen, dann können wir dem Butler sagen, ha, was du nicht geschafft hast, guck mal hier, haben wir geschafft. Haha, das auch mal so nebenbei. Nachrichten. Der Günther. Das hatten wir in der letzten Folge schon. Vertrag, 2 saubere Rennen, das ist das Ziel. Entwicklung, Gewichtsumverteilung wurde verbessert. Trocken soll es bleiben während des ersten Rennwochenendes, zumindest im Qualifying und im Rennen. Ein paar klitzekleine Ressourcenpunkte haben wir bekommen. Und einen Fahrerwechsel gibt es eben. Wir zu Haas, nein, eigentlich sind es 2. Und der Strolli ist zu Rennpunkt gegangen. Der fährt jetzt auch erstmals in der Karriere mit und Perez macht Pause. Lustig. Mehr Nachrichten gab es nicht, ne? Nee. Das ist unser aktueller Vertrag. Drittletzter Platz für uns. Zack. Beim Motor auf dem viertletzten Platz. Da hat sich unser Team verbessert, schaut mal. Wir haben das nicht auf Platz 4 gelassen. Nee, das war doch mindestens Platz 5, wenn nicht sogar Platz 6. Ich glaube, wir waren vor Haas. Auf jeden Fall sind wir auf dem viertletzten Platz vor Mercedes, zumindest auf dem Papier. McLaren deutlich vor Renault. Aero, unser ehemaliges Team von Hoi zu Pfoi. Schlusslicht mit Abstand, weil wir da gar nichts gemacht haben. Das habe ich eben verschlafen. Wir hinter Mercedes, vor Alfa Sauber, vor Williams, vor Toro Rosso. Ferrari jetzt auf der 1, das ist neu.
Die haben sich ja auch entgegen dem Trend beim Saisonwechsel verbessert. Unser ehemaliges Team noch auf der 1, dann kommt Renault, Williams, Ferrari, McLaren und Red Bull und dann kommen wir vor Mercedes. Hier werden wir Getriebe bald verbessern müssen. Der rosa Strich. Und Ferrari ging ganz schön nach vorne. Gut. Dann würde ich mal sagen, die ersten Meter mit unserem neuen Dienstgefährt drehen. Und die Cockpit-Kamera muss ich vielleicht auch noch etwas verstellen. Mal gucken. Wir werden heute mit Sicherheit einen spannenden Formel-1-Tag hier in Melbourne erleben. Jeden Moment sollten die Fahrer auf der Strecke auftauchen und uns ein interessantes Training bieten. Keine Fahrzeuge, keine Fahrer gezeigt. Chris hat dir wahrscheinlich von den neuen Teilen aus dem Werk erzählt, oder? Jetzt sind sie alle montiert und einsatzbereit. Ich hoffe, sie erfüllen ihren Zweck. Gefühlt sitzen wir schon mal etwas höher. Im Haas. Und das Lenkrad wirkt viel bunter, weil so viel schwarz ist, oder? Was haben wir denn für Teamziele? Hoppala. Furcht. Sektor 1, keine Autoeinstellungen, okay. Regnen soll es jetzt erstmal nicht, aber es ist stark bewölkt. Das Bild mit dem ganzen Wasser wieder, das sah so cool aus, die Aussicht da. Während der Trainingssessions werden wir ein paar Programme durchgehen. Details findest du auf deinem Monitor. Dadurch erhalten wir nützliche Daten für das Rennen und die Werkteams. Sie sind also viel wert. Es wird sogar noch freundlicher und dann am Ende bleibt's freundlich. Stark bewölkt, da könnte es regnen, aber es soll nicht so sein. Die Reifen. 5,5 Zehntel. Und dann leider wieder über eine Sekunde. Autoeinstellungen. Wir fahren mal mit 7,5. Am Ende der Session müssen wir 2 Reifensets zurückgeben. Wir geben die 2 am meisten abgenutzten Sets zurück, also sollten wir sie noch so lange wie möglich beanspruchen. Wir haben sie dann aber nicht mehr für das restliche Wochenende. Also pass bei den Reifen auf, die du später noch haben willst. Dann geht's los. Endlich raus mit dem neuen Gefährt. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Klingt ganz anders, der Motor. Ferrari-Motor. Oh, hier in dem Ruhezustand klingt der aber sehr interessant. Also im Leerlauf. Im nur rumblubbern. Man sieht sogar die Reifenfarbe, ja, ganz leicht da. An der rechten Seite klingt ganz anders, der Wagen. Moment, was ich gleich mal ändern werde. Wie gesagt, Kameraeinstellungen. Kameraoption. Hier mache ich mal kurz mal einen Screenshot. Moment, muss mal kurz nach vor zur Tastatur. Und jetzt... Wenn wir ausblenden, war mit der Taste nach oben erreicht, sind wieder die Xbox-Elemente unten zu sehen. Ja, den blöden Bügel da oben bekomme ich wieder nicht weg, schätze ich. Vordere Clipping-Ebene, Spiegelwinkel, Kamera zittern. Weiß nicht, ob ich hier was ändere. Das bleibt. Spiegelwinkel, Kamerabewegung. Was will ich denn eigentlich ändern, frage ich mich gerade. Den Winkel werden wir... ist der Spiegelwinkel. Wo ist denn der Kamerawinkel? Hier. Achso, wir sind schon ganz unten. Oh. Ich wollte jetzt eigentlich noch mehr den Winkel verändern, in die Richtung, die nicht mehr geht. Das ist ja schade. Aber lasse ich es erstmal so. Boah, das Hochschalten geht schneller, habe ich das Gefühl. Wagen klingt ganz anders.
Ja, jetzt heißt es wieder an den Wagen gewöhnen. Ach, hier beim Haas sind die Lämpchen oben. Beim Rennpunkt Force India sind die ja unterm Lenkrad, unterm Display, unterm Lenkrad. Also mein erstes Gefühl ist, der Wagen geht viel mehr ab auf der, ja, in Sachen Beschleunigung. Kein DRS, es geht ja gut los. Das DRS ist offline. Der Heckflügel ist unten. Du kannst also draußen bleiben, während wir daran arbeiten. Ich glaube, wir haben auch weniger Schaltlämmchen, ne? Ja, das heißt, wir sollen erstmal an den neuen Wagen gewöhnen. In vielerlei Hinsicht. Das wird ein paar Rennen dauern. Aber dafür sind wir ja hier, um den Wagen kennenzulernen. Schon Ewigkeiten her, dass wir mal einen Ferrari-Motor hatten. Genauso Mercedes-Motor. F1 2017, nur Renault-Motor. So auch bei F1 2018. F1 2019 erstmal nicht wieder Mercedes-Motor. Das Ding hat einfach keinen Bock. Gut, dann wollen wir mal. Aber das erste Gefühl ist ein ziemlich gutes mit dem Wagen. Ich habe das Gefühl, der beschleunigt besser. Groß Kurven langsam kommt er mir nicht vor. Kurven lahm, weil schlechtere Aero als wir zuletzt gewohnt sind. Mal gucken, wie das erst sein wird, wenn der Wagen richtig ausgebaut ist. Ich meine, der ist ja nicht schlecht ausgebaut. Die sind ja schon alle ziemlich weit fortgeschritten. Aber das ist echt ein gutes Gefühl. Die Balance, das Fahrgefühl vom Haas, das überzeugt mich gerade auf den weißen Reifen sehr. Na, das erste Abfangen mit dem Wagen geglückt. Guter Einstand. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Das DRS ist offline. Der Heckflügel ist unten. Du kannst also draußen bleiben, während wir daran arbeiten. Ja, Haas hatten wir zuletzt in F1 2016. Da konnten wir den Haas aber nicht genießen, weil halt blöde KI-Schwierigkeit in dem Spiel. Habe ich ja auch schon alles in Abu Dhabi nochmal aufgerollt. Arsch ist zu. Grün haben wir in der Tasche. Wir können jetzt auf unten Zeit gehen. Versuche jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Das DRS hat einen Fehler. Du wirst den Heckflügel nicht öffnen können. Wir suchen nach einer Lösung. Bleib auf der Strecke. Auf dem Gas, auf der Bremse und in den Kurven gefällt mir der Wagen sehr. Und ja, da gibt es ja gar nichts mehr dazwischen. Erster Eindruck sehr, sehr gut. Mit dem können wir, glaube ich, viel Spaß haben. Ein schwarzer Renner. Ah, das ist schon cool. Ich muss noch auch eher schalten. Bin eher noch auf rosa Auto getrimmt. Vielleicht ist der Wagen noch einfach kürzer übersetzt, aber... Das kann schon sein. Ich muss hier schneller hochschalten als beim rosa Flitzer. Ja, das geht komplett schief, wenn ich jetzt weitermache. Geht auch so schief. Die erste Nase ab. Hat ja auch nicht lang gedauert. Aber die Kurve ist da halt auch kein Sonderfall. Die ist schon altbekannt. Es gibt einen Fehler im Heckflügelsystem. Bleib draußen, wir können von hier aus an dem Problem arbeiten. Wenn das im Rennen oder im Qualifying passieren sollte, muss ich genauso reagieren wie gerade eben. Oder so in etwa je nach Situation. Aber so muss es ausgehen wie gerade eben. Also Randsteinräubern ist gerade nicht so drin. Zumindest nicht an der Stelle. Wo ist denn eigentlich der Flügelknopf? Ach, geht er gerade gar nicht. Der S geht ja gerade nicht. Sieht man hier irgendwo einen Wing stehen? Oh, grüne und rote Knöpfe, das ist cool. Auf der linken Seite. Also ein großer grüner und ein großer roter, das sieht cool aus. Das DRS ist offline. Der Heckflügel ist unten. Du kannst also draußen bleiben, während wir daran arbeiten.
Kommt zwar nach außen. Viertelsekunde in der eigenen Bestzeit. Schön reingekommen. Schöner Ausgang. Es macht Spaß, mit dem Wagen zu fahren. Das fühlt sich sehr gut an. Hoffentlich ist es auch schnell. So, persönliche Bestzeit. 2 Sekunden schneller als die Bestzeit. 26,9. Oh, Heckflügel geht wieder. Pierre Gasly im Red Bull ist schneller. Ja, dann müssen wir uns auch gewöhnen, wer ist nicht mehr das schnellste Auto im Feld. Aber wir haben eine sehr gute Basis, wie ich finde. Ups, weiter außen. Start aus dem Kollege. Roman. Er ist auf Rang 8. Nee, sagt er so gar nicht. Fahrer vor mir. Quert liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,26,2. Quert aber auf den Gelben. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Der S-Test bestanden. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Wir haben gar keinen Konkurrenten, fällt mir gerade auf. Müssen wir auch noch bestimmen. Wer ist denn so Konkurrent von Haas? Grosjean. ...26,9. Letzte Saison Australien. Sind wir gefahren? 1,27,8 mit den weißen Reifen. Schon mal schneller. Aber der Wagen ist ja auch eine Saison älter geworden. Dieser hier. Dann fahren wir gleich mal das Reifenmanagement. Wie viel langsamer sind die Reifen jetzt? Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 26,9. Anderthalb Zehntel. Motor. Also einen Williams könnten wir vielleicht als Konkurrenten nehmen. Da ist zum Beispiel einer. einen Toro Rosso oder Alfa Sauber. Eher nicht, nee. Die sollten doch eher hinter uns liegen. Ein Williams wäre eine Möglichkeit. Mercedes hat auch ganz gerne mal keine Punkte geholt, aber nee, dann lieber ein Williams. Renault ist mittlerweile vorne. Ah, die Rosanen könnten mit uns spielen. Ich glaube, ich nehme Williams. Die Reifenfarbe sieht man gerade nicht aus dem Cockpit heraus. Das war mehr Schein als Sein. Es war eine Spiegelung da bei der Spiegelhalterung. Ganz nebenbei, weil ich gerade wieder den Rauch rechts gesehen habe und auch diese komische Rille. Das sieht so bescheuert aus. Diese Rille auf den angefahrenen Reifen in dem Spiel.
Codemasters denkt sich dabei immer noch was, dass das sein muss. Aber wir können gar nicht so gut unter den Heckflügel hindurch gucken. Moment. Dann Referenz. Kameraoption. Kamera zittern, Spiegel, Winkel. Generell wird das nichts mit groß unter durchgucken. Das war beim letzten Auto besser. Habe ich gerade das Gefühl. So, los geht's, gelbe Reifen. Oh, ich bin so nach außen. Ferrari-Motor gegen Ferrari-Motor. Der rote Motor ist aber schneller. Der schwarze nicht so schnell. So, Reifen lieb haben müssen wir und schnell fahren. Sieben, zehn läuft schon nicht gut. Entweder jetzt mal richtig Gas geben oder die Runde wird's nicht. 5,5 Zehntel Rückstand, Reifen lila. Ich bleib weiterhin am Gas. Erstmals im sechsten durch, hoi. Nur noch ein Zehntel Rückstand, hoi. Reifen nicht mehr lila. Zeit 10 Rückstand, das wird nichts mehr, glaube ich. Aber Reifen jetzt wieder, ich gebe einfach Gas. Das sowieso. Ja, wir schaffen es noch. Okay. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in Sonne kommt gleich raus. Exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage. Ich zeige dir die Zahlen. Ja, ich weiß, es ist das Rasenmäher. Sound. Gefährt, was nicht neu ist seit F1 2014. Ist einfach die aktuelle Motorgeneration. Nicht schön, aber der Ferrari gefällt mir gerade. Der Ferrari-Motor finde ich relativ angenehm. Wobei ich dieses Turbo-Pfeifen halt nicht so toll finde. Aber unter den gegebenen Umständen klingt das gar nicht mal so schlecht. Und dieser Stöpsel von diesem Heiligenschein da vorne auf dem Cockpit-Rand, der ist nicht so dick wie beim Vorgängerauto. Und unser Auto hat rechts eine Antenne. Beim rosanen Wagen war es links. Und dem auch so eine geriffelte Scheibe da vorne drauf. Die sieht man aber nicht so deutlich wie beim rosanen Flitzer. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Also diese Plexiglasscheibe, sage ich mal, die ist auch so gezackt beim Haas. So, Ferrari, gleich hast du Freifahrt. Oder du kommst mit rein, dann hast du keine Freifahrt. Komm mit rein. Ob der Teamkollege schon eine Zeit gesetzt hat. Aber apropos Teamkollege. Der stärkere Teamkollege wäre Perez gewesen. Weiß jetzt nicht, wie Grosjean im Vergleich zum Carlos steht, aber je nachdem, das weiß man halt nicht, wie stark die Fahrer untereinander sind, eben Carlos und Hidal Romain, kann es sein, dass wir generell die Schwierigkeit hochdrehen müssen, weil der Grosjean viel zu langsam ist im Vergleich zum Carlos.
Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,26,9. Ein schwacher Teamkollege. Damit wir auf einem Niveau fahren, heißt, müssen wir die KI-Fahrerstufe generell etwas höher drehen, als eigentlich üblich könnte sein. Müssen wir mal im Auge behalten. Wann sind wir weit unten? Der Lukas auf der 1 mit 6 Zehnteln Vorsprung. Ist nicht gut. Garage ohne Zeit. Gut, dann wir sind 12 auf dem Temporadar. 312,7 Kilometer pro Stunde. Los! Los. Mir gefällt dieses bunte Lenkrad. Irgendwie wirkt das bunter als bei unserem fucking Auto. Auch die Knöpfe rechts da, dieses... Na, dunkelblau, fast schon lila und dann dieser... Diese fast gelbe Hälfte darüber. Also die beiden Knöpfe links unter dem orangenen... schwarzen P auf orangenem Grund. Mit der 1 und mit der 10, die finde ich cool. Und halt auf der linken Seite dieser grüne und der rote Knopf. Ich weiß auch, statt sie ist jemand. Nicht, dass ich mich jetzt verquatsche, das habe ich gesehen, dass da ein Williams fährt. Ich glaube, die Zahl für den Gang ist doch etwas kleiner, schmaler. Aber generell kommt es mir so vor, als würden wir etwas weiter weg sitzen. Als noch im rosa Auto. Weil wir auch so viel links und rechts sehen. Kameraoptionen. Wenn wir ganz nah rangehen, ist dann oben das weg? Nee. Die Knöpfe unten gar nicht mehr so richtig. Naja, neues Auto. Wir müssen uns zurechtfinden, sei es vom Gefühl her oder von der Kameraeinstellung. Gleich heißt es Benzinsparer. Ich freue mich mal wieder. Juhu! Und Johnson McLaren. So, jetzt geht's auf die Runde. Das heißt, die bisherige Bestzeit 2 Zehntel hinter der Zielzeit. Ein rosa Flitzer vor uns. Und der Herr Stroll fährt zum ersten Mal mit. Keine Ahnung, ob der das gerade ist da vor uns, aber Strolli ist dabei. Benzin gerade nur ganz leicht grün. Und Zeit 7 Zehntel hinten dran. 7 Zehntel hatten wir auch vorhin schon. Ey, der ist schneller, der McLaren, glaube ich. Jetzt haben wir dieses Rumpeln wieder, nur weil wir uns kurz berührt haben und jetzt rumpelt es weiter. Jetzt fahr doch mal schneller hier durch, du hast doch ein super Auto. Gib Gas, Junge. Die Runde können wir knicken, 1,3 Sekunden Rückstand. Erstmal zu beiden Abstand. Der rosa Fahrer hält den orangenen Fahrer auf. Der Teamkollege hinter uns? Nee, der nächste Rosa, ne? Ich hoffe, der Abstand reicht. Ich hoffe, wir schaffen das wenigstens auf Grün. Mal gucken. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Zweit nach außen gekommen. Wegen der blöden Lupferei. Zu weit innen.
6 Händler hinten dran. Aber ein Hauch schneller als letzte Runde und auch ein Hauch besseren Sprit. Mehr Sprit. Halbe Sekunde Rückstand. Sprit wird jetzt wohl nicht lila, dann setze ich jetzt erstmal auf grün. Dass wir das hier einfach erstmal schaffen, das wäre schon cool. Dafür müssen wir aber auch schneller werden und wir müssen heil ankommen. Fünfeinhalb Zehntel Rückstand. Hä, ist der Flügelknopf hinterm Lenkrad? Ich habe da gerade mal drauf geachtet, das sah sonderbar aus. Ich achte da nochmal drauf. Jetzt muss ich erstmal schnell fahren. Viertelsekunde fehlt noch, ich komme in die Wiese. Mist. Die Runde können wir knicken. Jetzt haben wir drei Autos vor uns. Hoppala. Ja, jetzt können wir die Runde endgültig knicken. Ja, der DS-Knopf ist hinter dem Lenkrad. Schaut mal. Interessant. So, jetzt aber hier nochmal auf das Benzinsparen konzentrieren. Vorsicht, vor uns fährt ein ganz kurvenschwaches Auto. Letztes noch der Krösus in den Kurven. Eieiei, was sind wir da angerichtet? Sprit rot, Zeit grün. Na, Sprit schaffe ich schon, glaube ich. Hier ein bisschen rumgelupft, da ein bisschen rumgelupft. Sprit, na, vielleicht gerade so grün. Sprit hat einen guten Satz ins Grüne gemacht mit dem frühen Hochschalten in den achten Gang. Noch Vorsprung auf die Zielzeit gehabt. Gas geben, jetzt heißt es Gas geben. Spritgrün, das schaffen wir. 700. Vorsprung. Passt für grün. Gute Runde, damit sind wir auf P6. Jetzt nochmal Gas geben. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Fahrer vor mir. Den kennen wir doch. Sainz vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 25,2. Wir sind 25,4 gefahren. Wir mit roten Reifen, ja, aber noch nicht wirklich schnell. Zu voll gebremst. Chassis-technisch ist der Wagen vor uns viel, viel besser. Da ist er der König auf dem Papier. Aber aerotechnisch sind wir in der Ecke besser. Motortechnisch ist er auch nochmal ein Ticken besser als wir. Starter ist Teamkollege. Er ist auf Rang 13. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,26,5. Ist doch nicht viel schneller als mit den weißen Reifen, eine halbe Sekunde schneller. Der Romain hat schon eine Zeit, die werden wir uns gleich mal notieren. Auf den gelben Reifen 26,5.
Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Weber, Hülkenberg und Dani Quert. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Was, Quert? Was machen die denn? Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Womöglich nehmen wir Russell als neuen Konkurrenten. Das wird ja jetzt noch nicht gehen, ne? Da war doch was. Bevor wir in einer Abteilung anfangen zu entwickeln, für Leistung auf dem Leistungsdatenblatt, werden wir erstmal die Abteilungseffizienz vorantreiben. Also aufs Maximum, aber da fehlt ja nicht viel. Da werden wir recht bald zulegen können. Und zwar will ich zuerst bei der Aero anfangen. Die ist mir am wichtigsten und beim Motor wieder zum Schluss. Wir haben ja immerhin einen Ferrari-Motor, da müssen wir da nicht so ranklotzen. Zumindest nicht vorrangig. Und Strapazierfähigkeit, noch einmal Getriebeverbesserung, hat auch einen ganz großen Stellenwert. Rivale. Ah. Carlos ist Rivale. Übernommen. Könnte womöglich passen. Auf dem Papier sind die eine gute Ecke vor uns, aber auch nicht meilenweit. Meilenweit? Mal gucken. Strom sparen, gelbe Reifen, rausfahren. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. Wir haben einen OK-Knopf auf dem Lenkrad. So, der Bestätigen-Knopf für zum Beispiel, so, Boxenstopp diese Runde, bitte bestätige das und dann OK-Knopf drücken. So, wieder die gelben, der 25er wäre ja schon sehr schick, wenn wir die jetzt fahren würden. Strom reinbekommen jetzt. Beim Stromsparen ist eine Sache für sich. Zwecks Gesamtladung, die bei 50% startet. Aber gespart ist gespart. Also die Plexiglasscheibe ist hier etwas höher als im Rennpunkt Auto. So, 80% Strom. Nicht zu viel Randständer. Zur Not lieber etwas lupfen. Zu draußen. Los geht's. 97% und zack, 50. Der war offen. Achso, man sieht die Handbewegung halt nicht. Das ist halt ein Anführungszeichen Problem. Ich achte ja sonst immer ganz gerne auch noch auf die Handbewegung, aber die ist ja sehr unscheinbar, weil das halt mit dem Lenkrad passiert, das Flügel öffnen. Das war im rosa Flitzer anders, da gab es einen Flügelknopf vorne. Und wenn der gedrückt wurde, hat man das richtig gesehen. Dann ist halt außen kacke. Jetzt müssen wir noch richtig ranklotzen, damit das mit dieser Runde was wird. 6 Zehntel Rückstand, das wird eher noch mehr. Wegen dem schlechten Ausgang hier hinten. Wegen des schlechten Ausgangs. Strom würde passen.
Habe sie Contraction, das wird nichts mehr. Verbattern wir jetzt nochmal Strom für Schwung für die nächste Runde. Der Balken bleibt ganz rechts. Die Runde war zu langsam, du musst schneller werden. Sieh zu, dass du die Modi deines ERS richtig verwendest. Jetzt wird innen. So, Zielzeit grün und Strom sehr lila. Hat das Spiel reingebremst, scheiße. Fast 14 Rückstand. Puh. Fast grüne Zeit zur Zielzeit. 2,10 wieder Rückstand. Also lila zu schaffen ist hier nicht schwierig, aber ich bekomme es gerade nicht hin. Jetzt haben wir es. 25,9, die erste 25er. Zu früh eingelenkt. Boxenstopp. Geht klar, Boxenstopp in dieser Runde. Ah, Fahrer hinter mir. Die beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 27,4. 27,4. 1,5 Sekunden langsamer mit auch gelben Reifen. Oh. Dass wir schlechte Teile haben. Und dass die noch besser werden, kann man nicht sagen. Die werden eher noch schlechter im Qualifying, weil wir ja gerade den Saisonstart haben. Blub. Gutes Geräusch. Wir mit dem Benzin noch aus. Reifen nutzen sich relativ stark ab, auch die gelben. Ja, aber Gorgeau ist ja schon 26,5 gefahren. 6 Zehntel langsamer ist wie aktuell. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Motor. Wir müssen die Radarfalle im Auge behalten. Da sieht man ja mal relativ was. Vor uns Giovinazzi mit den roten. Fahrer vor mir. Giovinazzi liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,24,9. Eine Sekunde schneller als wir. Gut, zwischen Gelb und Rot liegt eine Sekunde und ich bin gerade bei der bisher schnellsten Runde nicht so gut gefahren. Insofern alles relativ in Ordnung. Fahrer hinter mir. Das ist Roma hinter dir. Ihre immer noch. So langsam. 1 Minute 27,4. Ja, immer noch so langsam.
Richtig angebremst, noch zu spät eingelenkt. Das war gerade eben bei der Rechtskurve das Problem. Kimi hinter Grosjean mit weißen Reifen. Mit einem leichten Auto soll ich hier auf den sechsten Gang schielen. Okay, wo fahren wir fett? In den ersten beiden Sektoren, würde ich sagen. Brünn ist hier in Melbourne sehr schwierig. Dann nehmen wir mal beide DS-Zonen mit fett mit. Okay, du bist in den Top 10. Das ist eine ziemlich schöne Runde. Acht Zehntel schneller als bei der bisherigen Bestzeit. Weder außen noch innen zu viel Randstein erwischen, sollte da die Devise sein. 1,4 Sekunden schneller als die Zielzeit. Ah, zu früh eingelenkt. Und zu schnell rein. Sekunden schneller als die Zielzeit. 25,2. Wieso? Was war denn? Zwei Zehntel auf die Zielzeit Rückstand. Aber beim letzten Sektor liegt noch was drin. Fast 14 Rückstand, ne, eher 3. Mit dem leichten Auto geht der vierte Gang. Randstein. Minimal schneller. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Sechstens Rückstand. Und Wiese. Auch hier. Auf Wiese folgt Wiese. Tim, Wiese. Zu früh Gas gegeben. Oh, aber auch Vollgas geblieben. Oh, das hat Reifen gekostet. Dritte erzeugt mir zu viel Untersteuern.
So, Lila in der Tasche. Wir bekommen großartige Daten. Bleibt. Wir fahren noch zwei Runden. Fünfte sorgt auch zu viel Untersteuern für meinen Geschmack. Fällt mir an der Stelle nicht. Das schon mit einem leichten Auto nicht. Jetzt wird es auch nicht besser. Hinterachse blockiert. Bin ich wohl wieder auf die Wiese gekommen. Zu früh Gas gegeben. Die Runde wird auch nicht so pralle. 19 Rückstand. Oh. Sekunden Rückstand. Sekunden Rückstand, aber als die Zeit passt. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Da war wieder der vierte Gang, den ich da möchte. Nach der Erfahrung fünfter Gang, vierter Gang. Oh, Hinterachse blockiert wieder. Diesmal war es keine Wiese, die da mitgespielt hat. Definitiv nein. Viereinhalb Zehntel Rückstand. Wieder zu viel Randstein, das dritte Mal die Nase beschädigt. Oder Wagen gleich ganz kaputt. Da sieht man gerade die Plexiglasscheibe, als wäre das Ding abgebrochen. Bewegung links gab es, also ist der Flügel offen. Und 7/10 Rückstand. Ah, die Radarfalle war hier. Oh, Moment. (317/318 in den Dreh. Fahrer hinter mir. Beträgt 1,25,7. 6 Zehntel hinter uns mit auch gelben Reifen. Das ist schon heftig, denn Renault fährt ja laut Leistungsdatenblatt ganz vorne mit. Fahrer vor mir. Albon liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:24,9. Die Reifen sind jetzt gar nicht so abgenutzt. Hätte ich mehr gedacht, wo wir jetzt doch mehr am Limit gefahren sind. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Startsystem, Kollege. Er ist auf Rang 10. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,26,2. Ah, der rote Knopf wird da gedrückt. Das habe ich mal drauf geachtet. Der rote Knopf neben dem grünen auf der linken Seite.
Hier sind nur noch 3/10 von der Bestzeit der letzten Saison mit damals noch roten Reifen weg. Aber wir haben ja auch mächtig entwickelt in der zweiten Saison. Im Verlauf der zweiten mit dem rosa Flitzer. Ja, in die ersten beiden Runden bin ich dann überhaupt nicht mehr rangekommen. Reifenabnutzungsfaktor wieder beinahe 1. 3,17, 3,18 hatten wir drauf. 3,24. Nur 3,22, aber auch nicht wirklich schnell. In den Kurven machen wir gut, aber auf der Geraden nicht. Ferrari, Mercedes sind ja mal ganz vorne. Der Stroll. 3,19. 3,14. Ach, 2,34. Ja. 3,26, aber deutlich schneller als wir. 3,23, 3,24. Ich bleib trotzdem bei der Flügeleinstellung. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 25,1. So, die Zeit notieren, Fragezeichen. 26,2 mit Gelb, ja. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Weber, Verstappen und Daniel Ricciardo. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Carlos auf dem drittletzten Platz, der Teamkollege auf dem 9. Also das schon mal vorweg, das Ziel im Qualifying wird dann sein, Q1 überstehen, aber nicht über Q2 hinauskommen. Ich will nicht mit den dann wohl roten Reifen starten. Keine Lust. Vorzugsweise werde ich da vorsichtig lieber mit Gelb in Q2 an den Start gehen. Denke ich mir gerade so. Weiß ja noch nicht, wo wir genau stehen und lieber etwas vorsichtiger sein und die gelben Reifen draufschneiden, damit das beim Rennstart nicht kacke wird. Wobei, vielleicht ist ja Rot und Weiß die bessere Strategie. Ich gucke da nochmal, was wir in der letzten Saison gefahren sind, bevor wir dann ins Q2 gehen, wenn wir da überhaupt hinkommen. Qualifying Tempo, rote Reifen, raus damit. Kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Das P oben rechts dürfte klar sein, das schwarze auf orange im Grund. Boxengassenbegrenzer. Gucken, ob wir es jetzt drücken. Pit Limiter. Boxengassenbegrenzer. Ja. Der dicke Knopf wird gedrückt oben rechts. Boxengassenbegrenzer, das habe ich ja einfach aus. Gut, man kann sich ja so übersetzen, aber so hieß das halt offiziell bei F1 2000, dem EA-Spiel auf dem PC. Du hattest eine Kollision mit Gaston Mazzacane. Du hattest einen Zusammenstoß mit Pedro Dines. Deine Reifen haben bei deinem Ausflug jede Menge Dreck aufgesammelt. Fahr vorsichtig. Wenn du mal auf die Wiese gefahren bist. Deine Reifen haben bei deinem Ausflug gegen jede Menge Dreck aufgesammelt, genau. Hoppala. So, gleich geht's los. Am Limit fahren mit vollen Modi. Gucken, ob uns das oder wie gut uns das gelingen wird. Ich habe das Gefühl, es ist eine andere Schriftart bei der auf dem Lenkrad bei der Gangzahl. Die anderen Zahlen wirken normal, aber beim Gang wirkt es irgendwie wie eine andere Schriftart.
beinahe zu viel Randstein bzw. zu viel Gas drauf gegeben. Welcher war der Sektor, den wir brauchen fürs Teamziel? Sektor 1? Dann wäre das gerade nix. Können auch 4-4 Strom verballern. Sektor 2 war es auf jeden Fall nicht. Sehr spät gebremst wegen der dritte Gang. Na, 23er wird's. 23,5. Geschwindigkeit 3,18, 3,19, glaube ich. Jetzt bin ich hier kacke reingekommen, das war nämlich bloß grün. Okay, dann machen wir eine Tankrunde. Was ist denn das Ziel? 23,3, das kriegen wir hin. Das wäre dann Platz 11, gerade sind wir 15. Vorsicht, viel Randstein. Letzter Versuch, Qualifying Tempo. Wir finden einfach etwas mehr als 2/10 in der Viertelsekunde, dann passt das. Die letzte Runde des Programms. Sehr einfach gesagt, hoffentlich auch einfach gefahren. Ein Zehntel haben wir jetzt schon gehabt. Zu spät gebremst, Scheißdreck. Zu viel Randstein im dritten Gang. Niedriger Gang, dann viel Randstein, das war nicht gut. Ah, zu viel Randstein, scheiße. Jetzt 13 Rückstand, das können wir rückknicken. Blub. 14 Rückstand. Die finde ich hinten nicht mehr, glaube ich. Ich finde hier sogar noch. Jetzt wird außen. Geben die Reifen schon nicht mehr so viel her? Das wirkt sich gerade. Wirkt gerade echt komisch. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Fahr diese Runde in die Box, dann können wir die da. Halt. Ich will von Jeff wissen, was er sagt beim Temporad, deswegen müssen wir da volle Pulle drüber fahren. Arsch ist offen. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Es sind annehmbare Daten, allerdings weit entfernt. Langsamer als vorhin. Könnte sich auszahlen, das nochmal zu versuchen. Ja, mit den Reifen werden wir im Rennen nicht großartig glücklich. Sagen die Teilabnutzung. Relativ gleichmäßig. Noch. Die Steuergeräte, klar, sind wieder am niedrigsten belastet. Aber der Rest, das ist so ziemlich eine Waage.
Verbrennungsmotor 1% mehr, der Rest alles 4%. Außer eben die Steuergerätegeschichte. Fahrer hinter mir. Leclerc hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,24,2. Schiebenzehntel hinter uns mit einer Sekunde langsameren Reifen. Aber es ist ja auch ein Ferrari, der liegt vor uns. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Wir waren ja vorhin schon nur 13 weg von der Bestzeit, als wir die roten. Ja, ich habe rote drauf geschrieben, wir hatten noch vorhin die gelben beim Rennstrategiefahren. So, jetzt steht auch gelb. Und da sind wir jetzt viel schneller als in der letzten Saison. Also 23,5 aktuell. Und in der letzten Saison 24,8 mit den roten. Der Teamkollege ist Bestzeit gefahren auf den gelben 26,8 in der letzten Saison. Und Gorgia war jetzt schon 26,2. Die mittlere Runde kann ich ausklammern. 27,6, 27,6. Eine Minute, 23,5. Dann in der letzten Runde 3 Zehntel langsamer und in der letzten Runde nochmal 3 Zehntel langsamer. Ja, und Teamziel war erster Sektor. Okay. 300 von 335 Ressourcenpunkten. Könnte schlechter sein. Ganz guter Einstand. Ziemlich guter. Teile werden nicht gewechselt. Wir sind Sechster auf dem Temporadar. Wollte schon sagen. 316,8 Kilometer pro Stunde. Das war nicht berauschend, aber lieber nehme ich etwas mehr Abtrieb mit 334. Hallo. Und habe in der Kurve dann keine großen Probleme. Das ist eine coole Gruppe hier. Mit Albon, Giovinazzi und da hinten Leclerc. Okay. Dann war's das hier. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die drei Bestplatzierten. Hülkenberg, der Eismann und Carlos Sainz Jr. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Eine für uns bekannte Position da oben auf dem Treppchen, sogar mit dem ehemaligen Herrn Teamkollegen, aber das ist jetzt eine Momentaufnahme. Aber nochmal, eine ziemlich schöne Momentaufnahme und der erste Eindruck mit dem neuen Wagen ist sehr gut. Er könnte für meinen Geschmack noch besser mit den Reifen umgehen, die nutzen gefühlt relativ schnell ab, aber das war's dann auch schon und vielleicht liegt das einfach noch daran, dass ich den Wagen nicht gut genug kenne und noch etwas ungestüm war und das pendelt sich dann wieder ein. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht. Der Haas lässt sich sehr angenehm fahren. Zumindest mit wenig Sprit im Tank. Mehr kann ich ja gerade nicht sagen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.